Murder at Soul Suspect, Folge 19, und es sind hier gefühlte 40 Grad in meinem Studio. Und ja, willkommen zurück zum Spiel. Wir sind hier in der Klinik und sind soweit jetzt fertig. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztens aufgehört haben, weil ich hatte schon mal eine längere Aufnahmepause wieder gehabt. Deswegen, ich glaube, hier waren wir schon gewesen. Ach ja, genau, wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen überwinden. Hier hinten war, glaube ich, irgendwas zum Freischalten, wenn ich mich entsinne. Lalalala. Achso, das haben wir schon, okay. Das hat er mal wieder gespeichert. Kamera da vorne. Ja, ich sehe es. Na los, komm. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, Scheiße. Ja. Scheiße trifft es. Los, gehen wir. Oh. Ich muss den Videotitel mal eben umbenennen. Nicht Morderit, sondern Murderit. Ja, wieder hochprofessionell heute. Na los, komm. So, hatten wir denn beim letzten Mal hier alles schon durchsucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal gucken. Besitz ergreifen. Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu leben. Ja. Falls ich mich ein wenig verschnupft anhöre, das liegt daran, weil, ja, wie gesagt, es so warm draußen ist. Ich habe nämlich eine kleine, siehst du die Kamera? Bin Allergiker. Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir. Ich entschuldige mich dafür ein wenig. So, hier waren wir aber noch nicht. Ich entsinne mich. Alter, was sind das denn hier für Methoden gewesen früher? Um Gottes Willen. Elektroschock, okay. Hilfe. Um Gottes Willen. Ein Cop wurde ermordet? Heute Nacht? Ja. Spinnt die Glatze schon wieder? Sollte schon kommen, Joey. So, bevor was ich jetzt aber noch weiter. Was Mrs. Quinn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit. Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Mir ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann. Besonders, wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen vorsichtig sein. Aha. Aber sie wird total, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, sehen Sie sich um. Na, ja, ist ja interessant. Du, was haben wir denn Fallakten? Okay, wir kriegen schon wieder die Hinweise. Kennen wir. Klatschartikel Nummer 2. In einer neuen, schockierenden Entdeckung haben unsere Mitarbeiter herausgefunden, dass die kürzlichen brutalen Mordserie in Salem das Muster einer ungeklärten Mordreihe von 1972 bis 1973 wiederholt. Wie bei der jetzigen Serie sind alle Morde unkonventionell, bizarr und ungelöst. Und sie alle trugen das Zeichen der Glocke. Während die Polizei Salems nicht bereit war, einen Kommentar zu den Verbindungen zu alten Fällen abzugeben, sind die Beweise erdrückend, dass ein Serienmörder nach Salem zurückgekehrt ist, um einen neuen Herrschaft des Terrors zu beginnen, oder ein Nachahmer hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich glaube eher nicht. Ich habe eine ganz böse Vermutung. Das Licht. Gott, dieses Licht. Mein Werk soll bald beginnen. Ich bin erleuchtet. Sieht so ein bisschen aus wie die Zelle bei Outlast. Aber die ist ja wenigstens noch angenehm hier. Outlast war sehr richtig schlimm. So, was haben wir hier? Telefon. Ich hoffe, bei mir klingelt jetzt nichts wieder heute. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blinden mich wieder fest. Okay. Unglaublich. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen.
Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Traumtagebuch, okay. Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Auf Warum zur Hütte? Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Da hat sie wohl recht. So, 6 mehr zum Aufdenken. Mann in der Kiste. Da sind wir ja immer noch zugange, dass wir das aufdecken und aufklären. So, was haben wir denn hier? Duschen. Und hier steht jemand. Schauen wir mal. Geh Hallo. Weg! Geh weg! Mit der neuen Remix. Geh weg! Weg. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! 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 So. Mal wieder ein bisschen ernst zum Thema kommen hier. Achso, da muss ich einmal in hier rein. Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Muss ich aber... Du kannst einfach weitergehen. Allein, auf dich gestellt. Oh, na gut. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. So, das haben wir. Noch 5 Stück mehr zum Aufdecken. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Gib dich zu Zimmer 216 des Hochsicherheitstrakts. Finde einen Weg um die Geistermauer herum. Station für Innere. Versiegelt. Na toll, das sieht hier echt einladend aus. Und jetzt werden wahrscheinlich auch ein paar Dämonen kommen. Mutig mal. Aber wir können uns ja teleportieren, ne? Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns irgendwie teleportieren können? Na, guck mal einer an. Ich schau mal eben. Okay, Dämonen sieht nicht danach aus. Jawohl, noch 4 bis zu einer weiteren Geschichte. Ich freue mich. Wer steht denn da hinten? Ach nee, das ist nur ein Kronleuchter. Ich dachte schon. Die Treppe sieht echt aus, jetzt wie bei Outlast. Wo man oben langlaufen muss. Nicht, dass ich hier was verpasse zum Einsammeln. Kann man sich dahin porten? Nein, kann man anscheinend nicht. Ich versuch's trotzdem nochmal. Vielleicht liegt ja da oben was. Weil bevor ich jetzt hier weitergehe, möchte ich es doch gerne ausprobiert haben. Nein, du sollst dich da oben hin teleportieren. Na toll. Okay, das geht anscheinend nicht. Geht das denn auf die Treppe? Ich probier's mal. Vielleicht kommen wir ja daran vorbei. Nein, 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 nein. Ich glaube, er geht auch nicht auf. Wow, wow. Hab ich mich jetzt erschrocken, alter Schwede. Alter, das geht gar nicht. Boah, kam das so plötzlich. Boah. 200 Puls habe ich bald. Verdammt. Oh mein Gott, wie es mir ergeht. Das weiß nur der Franzos. Oder Franzos, der Franzos. Alter Schwede. Der Franzos, lass uns Liebe machen. A la Camembert. So. Der Franzos. Bevor ich da runterspringe, gehe ich erstmal hier. Aha. Habe ich da nicht gerade eine Katze gehört irgendwo?
Oder ist sie unten gewesen? Die war bestimmt unten, ne? Wo ist sie? Ah, hier. Ich schau trotzdem erstmal noch hier. Ah, guck mal eine an. Wären wir doch glatt dran vorbeigelaufen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Wie kann man denn nochmal rennen? So, ne? Genau. So war das. So, hier ist aber sonst nichts. Können wir uns nur verstecken. Rein in die Katze. Komischerweise ist es immer dieselbe Katze. Miau. Miau. So. Lal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 a. Hm? Okay. Kommt hier ein Totenschädel rein. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Ich bin die Miete Katze. Muss ich rennen? Was? Was? Was war das? Oh nein. Nein. Willst du mich verarschen? Ich bleib jetzt erstmal in der Katze. So, noch zwei mehr zum Aufdecken. So, die Dämonen. Die Dämonen. Ich bin schon ganz nervös. Die Dämonen, die sind hier unten. Schau mal, gibt es hier noch einen anderen Weg hier vielleicht, den wir nutzen können? Hier geht es zum Beispiel auch weiter. Und hier sind wir wahrscheinlich in der Inne. Meine Hand. Aber hier kommen wir nicht rein, oder? Verdammt. Und dahin porten wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Mist, das heißt, wir müssen da hinten lang. Ich dachte, wir könnten uns jetzt etwas Zeit sparen und dann abkürzen, aber dem scheint nicht so sein. Also nicht so zu sein. Das heißt, wir müssen mit der Miezekatze dann doch hier rein. Okay. Mäh. Kommen wir denn hier überhaupt raus? Die sind da hinten, die Dämonen, ne? Also ich möchte die schon zerstören, damit wir hier uns noch ein bisschen weiter umsehen können in Ruhe. Weil... Boah, wie viel sind das denn? Ach, drei Stück sind das, ne? Weil ich möchte doch schon gerne da diese Geschichte finden. Hallo? Ich sehe nichts. Jetzt frage ich mich nochmal, wie war das denn nochmal? Der eine dreht sich um. Okay. Ciao. Nein, 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 versteck dich doch! War das knapp, ich bin fast gestorben. Alter Schwede. Und auch noch beide direkt, natürlich. Verdammt. Verdammt. So ein Mist aber auch, dass sie jetzt so aggro sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Aggro-Dämonen. Ihr könnt mich mal. Nein. Okay, ich glaube, die sind wieder... Ja, die sind wieder auf Achse, die beiden. Sehr schön. Okay, alter Schwede. Wie aggro die sind. Verdammt. Nein. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir hier nochmal
den erledigen. Oder den anderen, wie gesagt. Das war ein schon mal anfangen. Der Franzus, der hat eine große Haus. Ach, der geht so lang. Achso, okay. Dann müssen wir warten, bis der sich umdreht. Bis wir den dann cashen können. Cashen. Voll gelangweilt, wie er da steht, ne? Ich bin gelangweilt. Was? Willst du mich verarschen? Nein. Das glaube ich jetzt nicht, ne? So, der kriegt jetzt auch. Du bist jetzt auch fällig. Noah, das hat nicht gereicht. Verdammt. Ciao. Mist. Das kann doch nicht sein. Der Franzose. Na, du kleiner Franzose. Oh. Puh, das ist aber auch jetzt gerade... Alter Schwede. Bisschen nervt er, ne? Muss man ja sagen. Bisschen nervt er. Ja, nicht zu nah dran gehen, weil sonst bemerkt er uns. Dreh dich um, du Hampelmann. Wieder mal rumhampeln ist, ne? Jawohl. Das hätten wir. Sehr schön. Nach da hätten wir noch ablenken können, sehe ich gerade. Aber wir haben sie. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier schön in Ruhe uns umsehen. Aber ich würde sagen, nach dem anstrengenden Kampf sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder Murdered Soul Suspect. Und dann schaltet ihr wieder ein. Ja, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.